Die Zukunft des Elektroautomobils hat begonnen. Mit dem elektrischen BMW i3 und dem BMW i8 Concept kommen zwei Elektroautomobile auf den Markt, die in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit nicht zu überbieten sind. Ein wesentlicher Faktor hierfür ist das Material der Karosserie und dessen Herstellung. Zum ersten Mal wird im Automobilbau eine Karosserie in Serie aus Carbon produziert. Carbon ist ein Hightech-Material, das nur halb so schwer ist wie Stahl. 3 Stunden entfernt von Seattle. Das BMW-Werk Moses Lake. Hier produziert die BMW Group in einem Joint Venture mit der Firma SGL Carbonfasern. Und zwar ganz im Sinne der BMW-i-Philosophie. Nachhaltig und energieeffizient. Polyacrylfäden sind die Basis der Carbonfaser. In Moses Lake werden die Fäden zunächst in 4 riesigen Oxidationsöfen erhitzt. Die Oxidation bereitet die Fasern für ihre Karbonisierung vor. So nehmen sie schließlich die feste Struktur und charakteristische schwarze Farbe an. Sie werden dann gesponnen und auf Spulen aufgerollt, bevor sie ihre Reise nach Deutschland antreten. Die Fasern haben dann nur noch 1/7 des Umfanges eines menschlichen Haares und sind auch deutlich leichter als ein Haar. Während der komplexen Herstellung entscheiden die Faktoren Zeit, Temperatur und Geschwindigkeit über die erstklassige Qualität der Carbonfasern. Das BMW-Nachhaltigkeitskonzept sieht Energieeffizienz im gesamten Lebens- und Produktionszyklus vor. Zu 100% wird das Werk Moses Lake mit regenerativer Energie durch Wasserkraft versorgt. Der Innovationspark Wackersdorf. Hier werden die Carbonfasern weiterverarbeitet. Auf übergroßen Nähmaschinen entstehen Stoffbahnen. Aus diesen werden die Karosserieteile zugeschnitten, gehärtet und in Form gebracht. Im BMW-Werk Leipzig finden die Karosserieteile aus carbonfaserverstärktem Kunststoff, kurz CFK, schlussendlich ihre Bestimmung. Als Karosserie des neuen BMW i3 kommen sie auf die Straße. Als der Stoff, aus dem die Automobile der Zukunft sind.